Hey, Fate Maker, oh mein Gott, das ist komplett auf Englisch. Oh nein. Ja, da, so schnell bin ich nicht im Lesen. Das ist nicht auf Englisch. Jo, das war's. Wir sind durch. Wir haben's fertig. Geil. Ist ein bisschen schneller, als ich heute erwartet hätte. Pauschal war ich hier gerade im... Ja. Aber... Geil. Ach, das ist hier der Ding. In der Stadt, der Ritter hier, der... Ich hab vergessen, wie er heißt. So prächtiger Paladin. Okay, die Schiffswrack. Da hat er jetzt so Ding. So Artworks. Ich hoffe, die Musik nicht gekannt. Ja, okay, aber ich monetiere sie ja eh nicht. Ja, war ein geiles Spiel, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe auch geschaut, dass ich alle Nebenmissionen mache. Also ich habe wirklich alles mitgenommen, was ging. Bis auf, ja, ich habe jetzt nicht alle Schriftrollen gesammelt, alle Würfel und alle, was auch immer. Also war jetzt kein 100%, aber... War echt geil. Ich liebe den Humor einfach nur. Das haben sie mega hinbekommen wieder. Nachdem ich Borderlands 3 es nicht so gecatcht hat, war das jetzt wieder richtig episch. Allein die ganzen Anspielungen und so, ich weiß noch, die blauen. Die Schlümpfe, so wie sie, na halt, ja, wie hießen sie? Fuck, ich hab den Namen vergessen, wie sie hießen. Ja, im Endeffekt waren es halt die Schlümpfe. Ganz viele so Anspielungen waren mega geil. Ich könnte jetzt gar nicht alles aufzählen, weil ich so schlecht bin, mir Sachen merken. Aber hat mich schon sehr, hab ich schon sehr gefeiert. Das ist mega. Mega geil. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes spiele. Ich werde es auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal durchspielen, muss in einer anderen Klasse. Und mit einem Kollegen zusammen dann eventuell. Muss ich mal schauen. Oh, boah, das wäre geil gewesen, in so einem fetten mechanischen Drachenkampf. Oder war das der Ding? Soll das den Ding darstellen hier, den... wo wir hier mit der Widerstandsbewegung den bekämpft haben, diesen mechanischen. Was ist denn da? Der Prachthof, das belagerte Prachthof. Geil, einfach geil dieses Spiel. Ich bin gespannt, wie lange jetzt diese ganzen Credits gehen. Ob dann danach noch was kommt? Ich bin auch ganz schlecht jetzt in noch Sachen verzählen. Mit meiner Charakterwahl bin ich auch absolut zufrieden. Hier mit dem Zauberschuss mit Doppelzauber. Ich finde, das war echt cool so zu spielen als Kampfmagier, sage ich jetzt mal. Ich gehe jetzt mit meinen Zaubern rein, Böller. Ich habe fast alles gewonnen, hätte ich gefühlt. Ja, stell mir doch die Frage, what the hell? Okay, das wäre auch ein geiler Gegner. Genau, Concept Arts und sowas. Jetzt hat. Die ganze Artworks hier sind Concept Arts, glaube ich. Und teilweise. Ah, das ist jetzt in der Pyramide. Schreckenspyramide. Alter, aber dieses Riesenmonster, das ist ja auch ein geiler Gegner gewesen. Wahrscheinlich habe ich dagegen gekämpft, ich kann mich nur nicht daran erinnern. Oder? War das der Pseudokrake? Der war da beim dunklen Wasser? Nee, oder? Das war nicht der. Der, was die Elemente gewechselt hat. Nee. Die Musik hat auch was. Oh, jetzt sind wir wieder beim ersten Bild. Oder beim. Bei den ersten Bildern. Das hat man nicht ganz am Anfang schon, hier wo unser wo der Paladin da steht. Das heißt, jetzt wiederholen sie sich wahrscheinlich die ganzen. Ja, da ist wieder das Schiff mit dem Dude, der da steht. Schade. Da haben sie nicht die Bilder, dass die ganzen Dinger damit füllen. Die ganzen Credits. Oder wahrscheinlich, oder eventuell einfach damit gerechnet, dass die Leute da schon lange weggeklickt haben. Oh, Gearbox Worldbuilding. 8-Bits Pitstick Lead World Builder. Yay, Level Designer. Ja, pauschal an sich waren die auch ganz cool gemacht, die Level.
frage mich, wie lange die Credits gehen. Das sind immer so wahrscheinlich 5 bis 10 Minuten. Aber gehört auch einfach dazu jetzt zum Schluss noch. Erik Döscher, Hill Galvin, Leo Ochoa, Michael Kostner.
Me Chocolate. Das Lied aus dem Trailer. Das ist, allein das Lied für den Trailer gewählt haben, hat mir auch gesagt, ich muss spielen, das Spiel. Weil, es ist halt schon geil. Aber das ist toll, das ist geschafft. Jetzt habe ich, wie viele Folgen werden das? 2 eventuell. Keine Ahnung, wo ich stehe mit den Folgen. Wie viele es jetzt insgesamt sind zum Schluss. Aber es hat echt lang gedauert, so gesehen. Also. Jo. Wenn ich mir das so anschaue. 121 Folgen Tiny Tina's Wonderlands. Hat's gebraucht, um alle Quests durchzuziehen. Ich war auch einmal im DLC drin, hab natürlich auch eine Stunde verbraucht oder so. Aber. Ja. Ich meine, das war da neu, das wollte ich mir anschauen. Das hat so. Auch ganz viele Artists eben. Achte auch gar nicht mehr drauf, was da eben durchkommt. Luxia Digital, Marching Cube, Mindwalk, das ganzen Partnerfirmen offenbar, Red Hot CG, die was halt hier alle mitgewirkt haben. Vermute ich jetzt, ich bin da echt schlecht drin, sowas in so Informationen. Das Gefühl wird immer wärmer, boah, ich schwitze wie Sau. So, Cast, oh, Staring Enough, Battle Order, Andy Samberg, Valentine, Ashley, Birch, Justina, Wanda Skies, Fred, Will Arnett ist der Dragon Lord, Player-Charakter, die ganzen Leute für die Stimmen, featuring Arisa, Demi Lich, oh mein Gott, ich komme nicht mit, ey, Zombos, Battle Rain, Xara, oh mein Gott, Additional, noch mehr, da, Zigaxis, Christopher Guerrero, wann haben wir noch? Phil, Snack. Ah, die Zahnfee, Earl Fischer. The Blue Head Guy, Eric Vale. Java, dieser kleine Gnome am Anfang. Dann haben wir noch. Oh fuck, Treasure Goblin, okay. Ryan McKee. Amnesiac, oh fuck, da war der, wer Amnesiac war. Hier unsere Stimme. Musik, Critical Hits, Peter Mitchell, Dragon Attack, Brian May. Roll the Bones. Ach, performt bei Sharky Graves. Haha, Gimme Chocolate von Baby Metal. Und jetzt noch ganz viel Special Thanks. Ich komm da halt bei weitem nicht mit dem Lesen. Vorlesen. Yay. Oh, In Memoriam. In Memory and Deep App. Appreciate to our friend Zach Ford, okay. Gearbox Babies. Okay, personal statements. Live life without regret. Thank you. Oh mein Gott, das ist. Ja, das haben ganz von den Leuten so. Ach, das sind so spezielle Worte, die die Leute hier an die Zuschauer richten. For Amy Rainwilder and FCD. Create! Let the game begin! Jawohl. Okay, das wird mir alles viel zu lang. You only YOLO once. Yes. Thank you to my family and friends for all the support and love. Oh. In loving memory of Richard Swigert. Thank you for playing our game, Joshua. 1-9. Hot Potato! Hey Mom, I made it! You rock! Cancel that! ein paar haben was Lustiges reingetan, ein paar haben ernste Worte gewählt, also auch hier so. Read the credits too! Hello friends!
thank you to Chris. I love testing with you. Ah, war das ein Tester, Erika? An awful good nerd. My kids are awesomer than yours. Oh, geil. Thanks for playing. Yo, gern geschehen. Thanks for all your love and support, Lisa. Das sind nochmal viele special words, so special things und so. I'm so happy to be here. Caitlin Moore. Also ich lese immer nur die kurzen Sachen, weil mit den langen, da komme ich nicht mit. Jo, da, Leo Ochoa wieder. LM, oh mein Gott, das geht noch eine ganze Zeit lang jetzt, die ganzen Dinger. I enjoyed my stay. You. Cinematics Director Matthew A. Ward. Soll man es einfach nochmal reinschreiben? Heißt Level 50 Data Ninja. Gut, dass du bis Level 40 geht, das Spiel. Oh mein. Okay, okay. Ja. Die Credits dauern echt lang. Ich glaube, die Credits mache ich als eigenes Video dann. Die nenne ich dann noch einfach, da schreibe ich dann auch einfach Credits dazu dann zur Folge. Uff, what a year. NW, was? Okay, interessant, aber wir sind schon bei S. Sarah Moore, Sasha Mills, Scott Bowers, Sean... Ahern, Sean Haran, Sean Sebastian Bruyere. Ich komme jetzt seinen Namen lesen nicht mit, ich bin zu langsam. Jo, hey, Tim Curry. Tu Nguyen. Das ist ein Little Vedakus und Wesley Powell. Yay. 2K. Oh mein Gott, es kommt gar nicht komplett 2K Games auch noch. Ernsthaft? Ach du Scheiße. Jo, also die Credits werden auf jeden Fall ein eigenes Video. Ein eigener Part. Das sind 122 Folgen. Tiny Tina's Wonderlands. Ich werde jetzt dann auf jeden Fall noch ins DLC reinschauen. Die Frage ist, ob ich es dann noch weiter als Videos mache, das DLC, oder nicht. Ich meine, einmal reingeschaut haben wir ja eh schon im Let's Play. Aber ich weiß nicht, ob da noch irgendwas Besonderes kommt, so gesehen. Eigentlich sind dann nochmal ganz viele Minimaps. Oi, 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 oi. Es arbeiten aber auch immer mehr Leute an sowas mit. Oh, schau, es kommt gerade noch mal Musik. UK Marketing Americas. UK Marketing EMEA ans. Keine Ahnung, was das für Länderabkürzungen sind. Okay, International Territory Marketing and Communication. 2K Marketing Asia. Ja, da kenne ich mich aus. Wo Asien liegt, weiß ich. Creative Services. Mit dem Maus wird eben gar nicht mehr aufgenommen. Oder ist, wenn ich rausgeklickt habe. Ah, weil ich rausgeklickt habe. Aha. Mit dem Maus kann ich auch hier hinter meiner Webcam tun. Oh, es ist so warm. Okay, Data and Analytics.
Brian DeWolf. Colin O'Callaghan. Was haben wir noch? 2K Finance. Boah, mir reicht langsam mit Credits. Aber überspringen will ich sie jetzt auch nicht. Die werden komplett durchlaufen lassen. Also 2K Finance, 2K Human Resources. Also die Human Resources Abteilung sowieso von 2K. Bei Human Resources muss ich an Ding denken, an den Anime Human oder Cartoon, ich weiß gar nicht, ob das wirklich das Anime zählt. Eigentlich schon. Aber geil. Geil, dass ich es geschafft habe. Ist es durch? Puh. Boah, wie viele Leute da einfach mitarbeiten, das ist Wahnsinn. Was es braucht, um so ein Spiel zu erstellen. Das ist schon krass. Ich glaube, die Credits sind sogar länger wie die von Kinofilmen. Wenn ich mal bedenke, eben, wie lange die schon gehen. Was? Chengdu. Quality Assurance. Okay. Was auch immer Chengdu bedeutet. Ach, Chengdu ist auf meine Stadt, weil da ist es Madrid Quality Assurance. Madrid Localization Quality Assurance. Pablo Menendez. Irene Gomez Porres. Isabel Elena Berger. 2K Vegas Localization Quality Assurance. Yay, Vegas. Tae Wu Kwon. Chie Kim. Julia Soler. Nochmal Chengdu, diesmal Localization. Aha, Li Wenji, Wang Ying, Wang Peng. Oh, mein Gott, ich. Aus. Hey, Take Two Interactive. Nächste Firma, die mit involviert ist. Also ich glaube, dass ich ganz wenig dann noch dieses Video anschauen werden, hier mit den Credits. Aber ja, mei, das wird aber ein eigener Ding dann. Daniel Einzig. Dorian Rehfield. Ursula Baker. Sipham Bose. Okay, das sind jetzt wenigstens die ganzen Abteilungen nicht ganz so groß besetzt. Nochmal Special Thanks. Scott Belmont, Jeff Erker, Victor Carpetto, Richard Corbin, Daniel Perales, Igor Silin und jetzt Peter Kula. Habe ich auch nicht alle geschafft. Nicht mehr in einer Reihe alle. Oh mein Gott, noch mehr. Additional Gearbox Support. Es hat kein Ende. Lost Boys Interactive. Lustig wäre es, wenn die Credits, einfach wenn sie durch sind, wieder von vorne anfangen würden und die als Endlosschleife weiterlaufen. Und ich einfach nicht check, dass es schon wieder von vorne losgegangen ist. Aber ich glaube nicht. Es ist, glaube ich, immer noch alles neue Leute, die das hier bis jetzt noch nicht gesehen haben. Hey, da haben wir wieder einen Cast. Player Characters. Grimm. Gruff. RBBA. Featuring in RFBDQ Order. Hey, Vespa ist Tiana Camacho.
sterbe, es ist viel zu warm. Gearbox External Partners gibt's auch nochmal. Puga Studios, LTDA, Liquid Development. Mindwalk. Wiederholt sich das wirklich? Red Hot CG hatten wir doch schon, oder? Susan K. Funk Productions One Inc. Oh, oh, localization tools and support provided by XLOC Inc. Ja! Es ist durch. Wir haben die Credits komplett durchgeschaut. Gearbox, Unreal Engine, OpenSSL, Shared Library Copyright. Du Scheiße. Frag mich, ob irgendjemand das alles durchliest. Ja, irgendjemand bestimmt. Ich schaff das gar nicht in der Zeit. Ich bin da einfach zu langsam für. The MIT License. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies of the software. Oh mein Gott, ich habe das eine Wort nicht richtig aussprechen können. Ausreden. So, kommt jetzt noch was? Gibt's noch eine additional scene?